So Leute, heute gibt es einen Rewe-Einkauf von mir. Mein Freund hat eingekauft. Und da ihr den letzten ja so gerne geguckt habt und mit am meisten aufgerufen, zeige ich euch jetzt, was wir diesmal gekauft haben. Okay, da haben wir einmal als allererstes ein Graubrot. Ich nehme an, ein Roggenbrot. Dann haben wir hier zweimal Bio-Zucchini. Mein Freund mag keine Zucchini. Ich mag ab und zu gerne Zucchini in diversesten Rezepten. Und da hat er ganz brav 4 Stück gekauft. Einmal die strammen Jungs von Dörfler. 4 Würstchen. Salakis Schafskäse, Light 9%. Der ist auch sehr lecker. Im Salat oder ja, auch manchmal im Auflauf. Krause Petersilie, die brauche ich für ein Gericht, was ich machen will. Ich mag eigentlich lieber die glatte, aber mein Freund holt immer die Krause. Eine Gurke, ob als Salat oder zum Brot, Gurke ist immer gut. Hier haben wir zum Kaffee Käsebällchen, nee, Quarkbällchen. Eine glänzende Aubergine für eine Pfanne, die ich machen möchte, mit Zucchini und Räuchertofu. Ich hoffe, die Zutaten tauchen auch noch auf. Bei keinem Einkauf dürfen natürlich auch Kirschtomaten fehlen. Und hier freue ich mich ganz besonders drüber. Mein Freund hat Stangenbohnen gekriegt. Die gibt es gar nicht immer und gar nicht so oft im Jahr. Und ja, da bin ich mal gespannt, was er daraus kochen wird. Ob ein Salat oder frisch. Dann haben wir hier prächtige Radieschen. Radieschen kommen auch immer gut zum Frühstück, zur Brotzeit und überhaupt. Bohnenkraut, frisches, natürlich für die Böhnchen von gerade. Einmal Brokkoli aus dem Rheinland. Isst mein Freund auch nicht gerne, aber ich mag den ab und zu, je nach Rezept, ganz gerne. Dann haben wir hier wieder meine liebsten vegetarischen Bratwürstchen, Quorn. Die aus diesem Pilzgedöne, verdaute Sägespäne, umgewandelte, wie auch immer. Schmeckt aber super. Dann einmal Käseaufschnitt Emmentaler aus dem Allgäu, obwohl das Emmental... Oder liegt das Emmental im Allgäu in der Schweiz, ne? Jochi? Emmental ist Schweiz, ne? Ist aber trotzdem Allgäuer, weil die sich den Begriff nicht haben schützen lassen. Die Emmentaler. Ist also Emmentaler aus dem Allgäu. Und einmal Mortadella mit Champignons. Also mit Champignons mag ich nicht so gerne. Lieber mit Pistazien. Aber egal. Eine wunderbare Zitrone. Eine 30er. Was eine 30er Zitrone ist, weiß ich nicht. Aus den 30er Jahren, altes Ding. Einmal Joghurt-Salatcreme von Tomi. Mal schauen, wozu wir die gebrauchen werden. Die schmeckt auf jeden Fall. Einmal Nudeln, Girandole von Barilla. Und die besten Nudeln, die kommen nun mal von Barilla, finde ich zumindest. Und die kaufen wir auch meistens. 2 rote Paprika. Einmal Balsen-Afrika-Waffelblättchen, Vollmilch. Einmal Öltje Erdnüsse ohne Salz, zum Snacken nehme ich an. Einmal Taft Haarspray, extra stark, Stufe 3. Einmal Sahne für in den Kaffee oder für zum Kuchen. Und dreimal Räuchertofu, den ich unheimlich gerne in gebratenen Gemüsepfannen mag. Einmal mit Sesammandel von Tukan. Einmal Räuchertofu Premium von Veggie Life. Der sieht so aus. Der hat also keine weiteren Zusätze, so wie es aussieht. Und dann noch einmal den Sesammandel. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und
Schaltet wieder rein, wenn ich euch wieder meinen Einkauf zeige. Ich gucke die Lebensmitteleinkäufe auch öfter mal ganz gerne, was die anderen Leute so kaufen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.